Schülerprank an Lehrerin geht viel zu weit. Und es muss sogar ein Krankenwagen kommen? Was mit dieser Geschichte auf sich hat, schauen wir uns jetzt an. Sie sind schon die dritte Aushilfslehrerin diese Woche. Keiner hat länger als einen Tag mit diesen Kindern ausgehalten. Ich habe schon viele Störenfriede erlebt. Okay, Bruder, was ist denn das für eine Klasse? Da sitzen 9 Leute drinnen. Okay, aber ich habe gerade Flashback, weil jedes Mal im Unterricht war das genauso bei uns. Und dieses Gespräch draußen haben die Lehrer bei uns geführt. Wir waren die Klasse, die kein Lehrer haben wollte. Ach, übrigens, ganz wichtig noch. Knapp 70% aller Leute, die jetzt gerade zuschauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Macht das mal, wenn ihr Bock habt und solche Videos nicht verpassen wollt. Das wird schon. Okay, viel Glück. Ich sagte Hallo, Klasse. Hi. Oh. Hi. 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 Hallo, Klasse. Hi. Hi. Bruder, keine Klasse sagt so zu einem Lehrer Hi, oder? Bin ich also, nee. Hätte ich das zu meinem Lehrer gesagt, Bruder, der hat mich direkt vor die Tür geschickt. Der hat gesagt, nö, danach sitzt nicht so. Warum? Der so, weil du bist. Ich bin Miss J. Und ich bin eure neue Vertretungslehrerin. Sie werden es nicht bis zur Mittagsglocke schaffen. Das werden wir sehen. Oh, Ansage hier von Jimmy. Nehmt jetzt alle eure Bücher heraus und schlagt auf Seite... Okay. Sehr witzig, Leute. Ey, Bruder, wir wollten immer diesen Prank machen. Ich hatte immer Furzkissen dabei, hab dann immer nur bei mir selber hingelegt. Warum habe ich es bei mir selber hingelegt? Warte mal, es macht ja gar keinen Sinn. Gut gemacht, Jake. Du hast sie so gut erwischt. Wartet nur, das ist erst der Anfang. Jake, der Prankmaster. 2 × 10^6 ist gleich. Okay, wer hat das getan? Was ist das Problem? Hat derjenige, der geworfen hat, etwa zu große Angst, um sich zu melden? Okay, schon gut. Ich war's. Na und? Wie würde es dir gefallen, wenn ich das mit dir machen würde, hm? Man sollte Menschen immer so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ja, das ist eine gute Weisheit, muss man schon sagen, ne? Aber das Gleiche kann man auch zu den Lehrern sagen, die die Schüler schlecht behandeln. Weil es gibt genug Lehrer, die super schlimm zu Schülern sind. Und was soll man da machen? Da hast du komplett die Popo-Karte. Ihr wisst schon, also was ich gerade zeigen wollte. Wow, ich glaube, sie versucht uns etwas beizubringen. Sie sind nicht mal eine richtige Lehrerin. Sie sind nur Aushilfslehrerin. Wer weiß? Vielleicht sage ich dem Schulleiter, dass ich bleibe und eine Lehrerin werden möchte. Wie wäre das? Als ob. Noch vor der großen Pause werden sie betteln, gehen zu dürfen. Schmeckt Ihnen Ihr Kaffee? Oh no. Sehr witzig. Krass, Alter. Bro, das war wild. Das war noch gar nichts. Ich habe noch mehr auf Lager. Digga. Bruder, aber das sind ja, also die Pranks, da gibt's schon um einiges krassere, ne? Also nicht, dass ihr jetzt an euren Lehrern solche Pranks machen sollt. Nein, macht das auf keinen Fall. Okay, nee, warte mal, macht das wirklich nicht, sonst bin ich der Schuldige. Aber gucken wir mal, ob sie's bis zur Mittagsglocke schafft. Nun, sieht ganz so aus, als hätte ich's doch zur großen Pause geschafft. Sicher, aber ganz bestimmt nicht bis zum Ende des Tages. Jake macht Ansage. Sie haben's länger durchgehalten als erwartet. Aha. Ja. Diese Kinder sind richtig schlimm. Besonders Jake. Er ist der Schlimmste. Also, ich weiß nicht. So schlecht können sie doch gar nicht sein. Oh, was? Ja. Hey, Jo, schau. Man muss sie nur klar machen, wer... Na gut. Wer war das? Jake, warst du das? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Ich würde so etwas Gemeines nie tun. Wenn ich herausfinde, wer das getan hat, der bekommt richtig Ärger. Digga, ich schwöre, wenn wir das gemacht hätten, wir wären von Schule geflogen, Alter. Bei Lehrern eine Maus reinlegen ins Essen. Bruder, ich hätte 6 Monate Nachsitz. Was das für die Schule? Die greifen wir gar nicht durch. Beste Schule ever, Alter. Das ist die Schule, wo Leon Mascher auch war. Der Prankmaster. Unmöglich. Und weg ist sie. Miss J. Schauen Sie, bitte kündigen Sie nicht. Oh nein, ich kündige nicht. Ich fange doch gerade erst an. An
Ansage. Ich hab doch gesagt, die kommt nicht wieder. Ja, Mann. Guten Morgen. So schön, euch alle zu sehen. Guten Morgen, Jake. Überrascht mich zu sehen? Nein, aber sie bleiben bestimmt nicht. Bis zum Ende des Tages? Ich wäre mir da mal nicht so sicher. Aber ich gehe nirgendwo hin. Ich schwöre, wenn ich der Lehrer von der Klasse wäre, ich wäre happy. Ist doch voll unterhaltsam. Mit denen immer Pranks machen, gegenseitig Pranks und dann mal ein bisschen Mathe. Und dann wieder Pranks und dann wieder ein bisschen Mathe, oder? Das wär's doch. Das ist der Unterricht, den wir alle wollen. Weißt du? Oh. Oh mein Gott, sie bluten. An ihrem Kinn. Oh. Jake, hast du eine Nadel in meinen Apfel? Warum hast du das gemacht? Das geht zu weit. Nein, habe ich nicht. Ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Bruder, er hat eine Nadel in ihren Apfel. Was ist mit Ihnen? Der Rektor muss her. Ich hole ihn. Miss J, was ist mit Ihnen? Was hast du hier getan? Das geht zu weit. Ich war das nicht. Reingelegt? Das ist nur Kunstblut. Ich kann nicht glauben, dass ihr darauf reingefallen seid. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie hat die ganze Klasse hops genommen. Bruder, sie ist Prankmaster. Das ist die beste Lehrerin. Wenn deine Lehrerin einen Prank an dich macht, wie cool ist das? Bruder, ich schwöre, ich würde bei der nur noch Einser schreiben. Eins, ich würde Mathe-Hausaufgaben machen. Ich würde Englisch-Hausaufgaben machen. Ich würde mich hinsetzen und einen Aufsatz schreiben. Wenn die das sagt, Frau Prankmeister, Sie sind die Beste. Gisela, die Prankmeisterin. War nicht lustig. Ich habe mir Sorgen gemacht. Oh, Jake. Was hast du auf deiner Hose? Was meinen Sie? Oh mein Gott! Was? Habe ich nicht! Oh mein Gott, okay, Bro, ich nehme alles zurück. Gisela, das geht ein bisschen zu weit. Gisela, du bist zu sehr in deinem Element. Gisela, du darfst verdammt nochmal nicht der Kacke auf der Popo von der Schüler machen. Der Jake? Der Jake kann doch nicht aussehen, wie wenn der Jake der Kacke an der Hose hat. Der geht doch nicht, der wird jetzt verspottet, ey. Oh, Gisela, jetzt hat sie übertrieben. Jetzt wächst sie der Fame, der Prankmaster Fame zum Kopf am ersten Tag. Jetzt geht's komplett steil nach unten, Alter. Er war so besorgt, dass er in die Hose geschissen hat. Stopp, das ist nicht lustig. Wieder nur ein Scherz, Leute. Es war nur Schokoladenglasur. Ich habe es vor dem Unterricht auf deinen Stuhl geschmiert. Hört alle auf zu lachen. Tut mir leid, Jake. Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Hier, wisch es damit ab. Dankeschön. Ich stelle mir jetzt vor, wie wenn das so steht. So. Danke, Frau Lehrerin Gisela. Das ist so toll von Ihnen. Ey, haben Sie nochmal ein Stückchen Papier für mich? Ah, eine Schlange. Bruder, also Gisela. Das war so lustig. Sie hat ihn voll erwischt. Mach dir nicht wirklich in die Hose, Jake. Hört auf. Das ist nicht lustig. Ich verstehe nicht. Es war lustig, als du mir Streiche gespielt hast. Nun, ich habe festgestellt, dass es nicht lustig ist, wenn man derjenige ist, der ausgelacht wird. Genau. Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Es tut mir leid. Sie haben recht. Ich sollte andere so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ich bin so stolz auf dich, Jake. Da habe ich dir ja doch noch etwas beibringen können. Schade eigentlich. Heute ist mein letzter Tag als Aushilfslehrerin. Was? Nein, warum? Bitte gehen Sie nicht. Ja, Miss J, wir wollen Sie als Lehrerin haben. Wirklich? Wow. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer reingelegt. Okay, Gisela, jetzt gehe ich zu weit. Jetzt nervst langsam nur noch, Gisela. Es reicht. Jetzt verhalte dich wieder wie eine Lehrerin, Gisela, okay? Die denkt auch, wir haben den 1. April, alter grüner Donnerstag. Alles, was sie sagt, ist jetzt ein Prank oder oh, der Finger ist weg. Jetzt ist er wieder dran. Ich bin die Gisela, die beste Lehrerin der Welt. Ich werde nicht mehr eure Aushilfslehrerin sein, denn ich bin jetzt fest angestellt. Was? Aber nice. Und übrigens, deine Mutter hat mir eine Ersatzhose gegeben, die du anziehen kannst. Ich habe vorher mit ihr gesprochen, um ihre Erlaubnis einzuholen. Wow. Danke, Miss J. Sie sind die Beste. Sie sind die Beste. Also ich würde, glaube ich, nicht zu einer Lehrerin, die mir Kacke auf die Hose schmiert, sagen, du bist die Beste, oder? Aber ey, um die Message geht's. Prankt nicht eure Lehrer oder stellt keinen bloß, okay? Das ist die Message. Niemand bloßstellen, Leute. Dann ist alles richtig und wichtig. Lasst Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Bis morgen, ciao!